Hallo aus dem Husky-Gehege. Ich bin die Andrea vom Nature Trails Team und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, euch eine Futter-Homepage zu erstellen, wo wir nur Futter quasi euch anbieten, welches wir auch unseren Hundis füttern oder füttern würden und wo ihr quasi getrost eurem Hundi geben könnt. Heute kommen wir zu einem Futter, was auf unserer Homepage zu finden ist und welches wir echt empfehlen. Wir haben darüber schon 4 Videos gemacht. Die verlinken wir euch am Ende des Videos nochmal. Die findet ihr aber auch in unserem Kanal. Könnt ihr euch schon mal angucken, da haben wir schon einige Infos zu dem Futter und wie wir das gefüttert haben, wie wir es fanden und so weiter veröffentlicht. Aber was wir damals noch nicht gemacht haben, was ihr euch nochmal gewünscht habt, dazu kommen wir heute ein bisschen zur Analyse quasi, was ist in dem Futter drin. Kurz vorab, wir bewerben das Futter nicht, weil wir mit der Firma zusammenarbeiten, sondern wir arbeiten mit der Firma zusammen, weil wir das Futter gut finden. Das ist unser Spirit. Das heißt, wir haben viele, viele Anfragen von anderen Firmen, Futterfirmen, ob wir mit denen zusammenarbeiten wollen. Wollen wir aber nicht. Also das heißt, wir selektieren das. Das unterscheidet uns ein bisschen von anderen Seiten, wo es Futter zu kaufen gibt, dass wir wirklich da schauen, dass wir nur Futter anbieten, welches hinter dem wir auch stehen können. Genau. Deswegen The Good Stuff, ziemlich cooles Futter. Wie schon gesagt, wir haben in den anderen Videos ja schon ein bisschen was zur Firma gesagt. Was ich nochmal betonen möchte, es ist Made in Germany. Das Fleisch kommt von regionalen Bauern aus Deutschland. Die achten auch viel darauf, möglichst aus Freilandhaltung die Tiere zu nehmen. Die kennen die Bauern auch, mit denen sie zusammenarbeiten. Und das Gemüse und das Obst, das kommt aus Österreich. Ist auch eine österreichische Firma, aber made in Germany. The Good Stuff hat Nassfutter, Trockenfutter und auch Snacks im Angebot. Wir kommen heute zum Trockenfutter. Beim Trockenfutter hat The Good Stuff Junior, also für die Kleinen, Adult für die Erwachsenen und Senior für die älteren Hunde. Wir schauen uns heute mal Adult an. Adult hat 3 verschiedene Sorten, und zwar Rind, Lachs und Huhn. Die sind sich sehr ähnlich, deswegen habe ich mir jetzt mal nur eine Sorte rausgefischt, und zwar das Hühnchen, also ja, das Adult erwachsenen Huhn. Es gibt es in 3 verschiedenen Größen, 0,5 Kilo, also ein halbes Kilo für ja, die schmaleren Hunde sozusagen, oder als mal Probierpack. Dann die 2,5 Kilo und die 12,5 Kilo. Wir hatten klar, als wir das Futter gefüttert haben, die großen Packungen immer bestellt. Ja, ist für einen großen Hund einfach praktisch. Aber schauen wir uns mal die Zusammensetzung genauer an. Und zwar findet ihr da frisches Hühnerfleisch mit 40%. Dann haben wir noch getrocknetes Hühner- und Putenfleisch mit 26%. Und später dann noch Hühner- und Putenfett und Hühner- und Putenleber. Wenn man das jetzt mal ausrechnet, also quasi Frischfleisch in Trockenfleischmasse umrechnet, kommen wir auf einen echt guten Fleischanteil von ca. 42%. Wisst ihr? Also wirklich nicht von schlechten Eltern. Ist ja, auf dem Markt eines der wenigen Futter zurzeit, die wirklich so einen Fleischanteil aufweisen, weil die meisten, die haben nur Frischfleischanteil, wenn er das dann runterrechnet, kommt es auf 20% oder sowas. Hier kommt man, wie gesagt, mit dem Trocken und dem Frischfleisch auf 42%. Was ist noch so drin? The Good Stuff ist so ein bisschen weg von Mais und Reis. Also sie versuchen das so ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen. Die arbeiten viel mit Amaranth. Auch Erbsenmehl ist mit drin. Apfel, Chiasamen, Leinsamen, Karotten, Zucchini, Bockshundklee, Löwenzahn, Flohsamen, Spinat und Rosmarin. Also, ja. Besonders für allergische Hunde vielleicht ganz gut geeignet, wenn man nicht weiß, ob die vielleicht auf Mais reagieren, auf Reis oder spezielle andere Sachen. Also da ein bisschen ja, von dem Deklarationsgeschehen ein bisschen anders. Sonst finde ich immer irgendwas, was mich stört. Tja, ich suche hier noch vergebens. Ich finde eigentlich alles ziemlich ganz in Ordnung. Also das heißt, sowohl Amaranth als auch Erbsen sind in der Menge völlig in Ordnung. Auch die Chiasamen sind klasse für die Verdauung. Bei den technologischen Zusatzstoffen haben wir noch pflanzliche Öle mit natürlichem Vitamin E quasi und das Zeolit, was so ein bisschen reinigend wirkt. Also das heißt, das tut Giftstoffe aus dem Körper ausleiten, ist quasi auch so Mineral. Und aufgrund des hohen Fleischanteils hat es natürlich auch ein bisschen höheren Proteinanteil. Das heißt, wir haben hier 30%. Das ist immer noch völlig im Rahmen. Also das heißt, wenn viele dann sagen, oh, hoher Proteingehalt, ja, das ist ja gar nicht gut für die Nieren, was nicht alles. Das ist immer noch ziemliches Vorurteil, weil es kommt immer auf, sag ich mal, die Wertigkeit des Proteins an. Also das heißt, das meiste Protein beim Hund sollte tierischen Ursprungs sein. Und
Dann darf natürlich auch ein bisschen pflanzliches Protein mit drin sein, aber der Hauptanteil und das, was am besten verwertbar ist für einen Hund, ist normal tierisches Protein, was hier der Fall ist. Und es hat einen Fettanteil von 17%. Das ist quasi vielleicht so das einzigste Manko, wenn ihr ein kleines Pummelhundi habt, also das heißt einer, der vielleicht ein bisschen abspecken müsste, dann müsstet ihr vielleicht ein bisschen schauen, dass ihr die Menge ein bisschen reduziert oder vielleicht mit Nassfutter dazu füttert, dass da nicht ganz so viel Fettanteil dabei ist, weil sonst ist es ein bisschen schwierig, euren Pummelhundi, schlank zu bekommen. Aber was natürlich immer am meisten hilft, ist Bewegung. Also auch beim Pummelhundi hilft Sport. Genau, das ist mal einfach kurz und knapp zu der Zusammensetzung. Wie gesagt, ich finde die richtig, richtig gut. Das heißt nicht umsonst The Good Stuff. Es gibt die verschiedenen Sorten, also die Fleischsorten, die man dann durchwechseln kann. Also ich finde auch ein Wechseln absolut in Ordnung. Wenn der Hund nicht gegen irgendwas allergisch ist, kann man da ruhig mal Lachs füttern, mal Rind und mal Huhn. Also da muss man sich nicht auf eins festlegen. Was ich beim Nassfutter nicht ganz so gut finde, ist, dass da künstliche Vitamine drin sind. Deswegen haben wir beim Nassfutter den Fokus auf andere Futtersorten. Aber wie gesagt, das Trockenfutter richtig, richtig gut. Wenn ihr das mal bestellen wollt für euren Vierbeiner, da gibt es einen super coolen Bonuscode. Das ist der PD22775. Den könnt ihr bei eurer ersten Bestellung eingeben. Also es ist nur bei Erstbestellungen gültig. Wichtig, nicht beim Warenkorb eingeben, wie man das sonst immer hat, sondern bei der Neukundenregistrierung. Also dann, wenn ihr quasi eure Adresse eingebt, eure Postleitzahladresse und da unten ist das. Und da könnt ihr den eingeben. Da spart ihr 5 Euro beim kleinen Sack und ganze 10 Euro beim großen Sack. Also richtig cool gespart. Und es ist natürlich so ein Affiliate-Bonuscode. Das heißt, wir bekommen da auch noch einen kleinen Anteil für unser Hundefutter sozusagen davon ab. Ihr bezahlt da nicht mehr, sondern ihr spart. Wir bekommen einen kleinen Bonus. Das heißt, alle freuen sich, die Hundis ganz besonders. Also setzt es ein. Wir freuen uns darauf, wenn ihr uns da ein bisschen unterstützt. Kiko. Wie man den Bonuscode nochmal einlöst, falls ihr das nie so ganz jetzt gecheckt habt, kein Problem. Wir haben da auch nochmal einen Link auf unserer Homepage. Da seht ihr das auch nochmal Schritt für Schritt, wie man den Bonuscode quasi einlöst. Aber wie gesagt, ist nur bei der ersten Bestellung gültig und spart ihr 5 bzw. 10 Euro. Uah, der Schnüppelbutz. Habt ihr das Futter schon mal gefüttert? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare, wie es euer Hund auch fand und wie euer Hund damit so drauf war. Wir freuen uns immer über Feedback. Wenn ihr andere Futtersorten habt, die wir einmal angucken sollen, schreibt es auch in die Kommentare. Wir gehen die Liste nach und nach mal durch und kümmern uns darum. Anouk, nicht das Handy ablecken. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr das Video anguckt. Knuddelt euren Hundi, genießt die Bewegung mit eurem Hundi und bis zum nächsten Mal. Ciao. Und natürlich guckt auf unsere Homepage vorbei, www.endlichgutesfutter.de. Die haben wir jetzt gerade schön schick gemacht und da gibt es immer wieder neue tolle Sachen. Also nicht nur Futter, sondern auch Equipment und alles Mögliche. Vor euren Vierbeinen. Ach Gottchen, Hund. Das ist der Anouk. Anouk ist verrückt. So. Ach, Kiri, Kiri, Kiri. Darf ich jetzt aufstehen? Oh, also deine Zecke, wenn du das so guckst. Oh. Und der Anouk ist wieder da. Gut, das kann ich auch nicht machen, wenn es nicht geil ist.